Eine abscheuliche Darbietung. Dieser Zechpreller ist ein Nichtsnutz, Caroline. Bringt nichts zustande an Land und erst recht nicht auf See. Wenn er in die Karibik geht, bist du es, die leidet. Vater! Vater! Komm, Schatz. Komm wieder hoch. Der alte Wattwurm! Wehrt sich gewaltig! Ich hoffe, das stimmt. Du glaubst mir doch, oder? Siehst du mich denn nicht? Wie ich da stehe, an Deck eines Schiffes, das in den Hafen gleitet? Aber da stehe ich, ein Mann von Qualität. Mit 1000 Dublonen, die aus meinen Taschen quellen. Wie Regentropfen, ich kann es sehen. Eine kleine Zwischensequenz und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. La cena! Comitela rapido! Hast du Hunger? Leertaste? Na, noch auf Tastatur gestellt A sollen wir drücken. Ah, das ist aber kein sicheres Schloss gewesen, würde ich mal sagen. Und wer ist der gute Kerl neben uns? Wachen von hinter einer Ecke töten. Sollen wir 3 Stück? Und wie ist dein Plan, Kumpel? Eine Waffe finden und ein Schiff stehlen. Que Dios nos ayude. No me gusta la pinta de esa tormenta que se... Na, was war das, denkt er sich jetzt wohl? Ja, ich würde sagen, das war sein letztes Minütchen auf dieser Erde. Auf Wiedersehen, Bester. Waffen haben wir leider gar keine. Die Schatzkarten und ein bisschen Geld haben wir noch. Oh, ein bisschen ist gut, 7.003 Reales. Aber mehr auch leider nicht. So, da hinten sind wieder welche. Mach's gut, mein Bester. So. Na, die Schatzkarten will ich eigentlich nicht ausgerüstet haben. Wir haben leider nichts anderes. Oh, der kämpft da ganz gut, der liebe Kerl. Ich glaube, das hat niemand gehört, aber jetzt müsste er uns eigentlich hören. Jawohl, das tut er auch. Na, dann komm mal her, mein Guter. Oh, der hat sogar die Leiche gesehen. Oh, Mist. Ah, doch, hat funktioniert. Ich dachte, der ist jetzt nicht mehr in der Reichweite, also haben wir es doch geschafft. 3 von 3. So, und dahin geht's weiter. Ich hoffe, da sind unsere Waffen wieder. Ja, es sieht ziemlich gut aus, würde ich sagen. Ich glaube, das sind unsere Waffen. Nimm, was du brauchst. Eine Minute. Ah, waren das die versteckten Klingen? Es sind viele Gefangene auf den Schiffen. Befreie sie und sie segeln mit uns, keine Frage. Okay, dann machen wir das mal. Befreien ein paar Gefangene und stehlen danach eine Brick. Also das ist der Plan? Wir befreien Männer und suchen ein schnelles Schiff für die Flucht? Da ist eine Brick in der Flotte. Ich mach mich auf den Weg. Dann mach's gut. Und bis später, hoffe ich. So, ich habe jetzt die Schwerter ausgerüstet. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Ach nee, das ist ja gut gemacht. Das war in dem alten Spiel definitiv nicht so. Das heißt, wir haben jetzt die Waffen ausgerüstet und trotzdem benutzt er die versteckte Klinge. Wenn es denn leise geht. Oh, ja, nein, ich bin hier nicht. Ich bin hier gar nicht. Das sieht alles nur danach aus, alles irgendwie... eine Falle. Komm hier nicht lang. Also ja, komm hier lang. Jetzt kannst du lang kommen. Na, jetzt bleibt er kurz vom Ziel stehen, oder was? Mann. Was soll das denn jetzt? Sag mal, was wird das denn hier, wenn es fertig ist? So, jetzt hat er uns aber gehört. Das ist gut. 3 Schüsse haben wir noch. Plus einen, der geladen ist. Oh.
Ja, das war Glück, dass das jetzt nicht zu laut war. Wie kann der uns denn sehen, bitteschön? Na komm her. Oh, der hat die Leiche gesehen. Und jetzt wird er selbst zu einer. Und da oben ist einer, oder was? Okay, dann müssen wir wohl hier hochklettern. Oh, was ist das denn? Halten Sie RT, wenn Sie auf einen Aufzug hochlaufen. Um was stand da jetzt? Nochmal lesen, bitteschön. Hier, halten Sie RT, wenn Sie auf einen Aufzug zulaufen, um schnell nach oben zu gelangen. Das fand ich ja cool jetzt. Cooler Move, definitiv. Was ist das hier? Ein Häkchen. Ach, da kann man runterspringen. Das gab's, glaube ich, beim alten Spiel auch schon. Nein, ich bin hier nicht. Alles fadenscheinige Anschuldigungen oder wie man dazu auch immer sagt. Warte mal kurz, bis das so blinkt, dann kommen die einen nämlich suchen. Und auf Wiedersehen. So. 18 Gefangene müssen wir befreien. Und jetzt nur noch der eine dort hinten. Na los. Zack. Oh, der ist schön gegen die Wand geklatscht. Und jetzt Gefangene befreien. Du musst mit mir segeln. Dafür folge ich dir in die Hölle, Mann. Ja, das würde ich aber auch machen, wenn ich jetzt in Sicht auf einen guten Tod da wäre. Dann würde ich aber auch hier dem in die Hölle folgen. Oh, was ist das hier? Ein Seil. Vielleicht können wir uns darüber schwingen. Das fände ich ja doch sehr cool. Tatsächlich geil. Einfach nur Oberhammer geil. Oro, Plata, Jade, Amazon, lo que se te ocurre. Jawoll. Das lief super. Jetzt sind da hinten noch ein paar. Alle anvisiert. Hier gibt es diesen Haken leider nicht. Sehr schade, aber egal. Okay, ich würde sagen, wir machen mal ein offenes Gefecht, oder? Zack. Und weg mit dir. Eine Attentatserie mit drei Gegnern erreichen. Ja, das hätte ich jetzt wohl geschafft. Ist mir aber persönlich auch nicht so wichtig. Ihr seid frei, meine Guten. Die haben auch dasselbe Schutzding wie ich. Na los, Leute. Wie wir hatten. Wenn wir heute ertrinken, dann sicher nicht hier. Da hätten die sich auch selber befreien können. Aber gut. Vielleicht war auch einfach das vom Edward nicht ganz fest zugemacht. Auch sehr nett gemacht. Ist ein bisschen schlechte Vorkehrung, würde ich sagen, wenn das so alles nah beieinander ist. Naja. So, jetzt müssen wir hier drumherum und können bei dem vielleicht so ein Hängeattentat machen. Jawoll. Bei dem hier auch? Mein Guter. Nee, bei dem nicht. Der wollte so dran glauben. Oh Mist, jetzt kommen noch mehr. So, die sehen mich gerade nicht. Auf Wiedersehen. Und jetzt du auch dran glauben. Zack. Und jetzt, hier sind die Gefangenen. Tatsächlich. Macht's gut. Da ist eine Brick in der Nähe, die nur auf uns wartet. Komm mit mir und ich befreie euch. Nach dem Motto. Oh, ja, ich bin da mal weg. So, wo geht's jetzt mal lang? Vielleicht mal ein schönes Luftattentat machen. Würde ich sagen, oder? Das wäre mal eine gute Idee. Dazu müssen wir nur ein bisschen weiter nach unten kommen, glaube ich. Oder? Wie sieht's aus? Ja, das wollte ich tun. Und da sind auch tatsächlich welche.
beide auf einmal kriegen, wa? Aua. Und noch ein letzter. Ah, das hat nicht funktioniert. Na, dann musst du halt so dran glauben. Und da können wir uns nochmal rüber schwingen. Das läuft ja wirklich super hier. Haben wir jetzt eine vergessen? Da hinten haben wir noch eine vergessen. Die müssen wir uns noch holen. Wir wollen ja hier keine außer Acht lassen, ne? Wir haben ja erst 14 von 18. Und jetzt, zack. Los geht's. Aua. So, die ersten vier wären erledigt, ungefähr. Oh, jetzt geht's nach unten, oder was? Da ist die Falltür markiert, hier. Anonym werden. Tschüss. Oh, was haben wir da? Ein Messerchen. Kann man das werfen? Oder was ist das? Messer werfen, das ist ja geil. Einfach nur cool gemacht, wirklich, was es hier alles für Sachen gibt. Worauf die Entwickler alles geachtet haben. Ja, das wollte ich nicht, aber macht jetzt auch nichts. Dann können wir uns von hier aus dem Versteck da unten nähern. Der eine sucht noch nach mir. Der wird dran glauben müssen, schätze ich. Wo ist er denn? Ah, so, jetzt ist er weg vom Fenster. Und jetzt gehen wir mal nach hier unten. Da gibt es bestimmt auch noch ein paar Wachen, die werden die da unten ja nicht unbewacht lassen. Voy a ir a lo más alto. Esto es una locura. Cálmate, no pasará nada. En unos minutos partiremos. Tatsächlich geil. Wir können jetzt einfach dieses Messer werfen und als Waffe benutzen. Finde ich super cool. So, auf Wiedersehen, mein Guter. Kann man das jetzt auch wieder zurücknehmen oder wie kriegt man das jetzt wieder? Scheint jetzt weg zu sein. Naja, gut, macht nix. Haben wir noch genug andere Waffen. Auf jeden Fall super cool. Sehr lautlos auch auf jeden Fall. Mach's gut. So, und da sind die Gefangenen. Die werden jetzt mal von uns befreit hier. Wir gehen an Deck. Seid bereit. Okay, jetzt sollen wir an Deck gehen und das Schiff übernehmen, sozusagen. Und wir haben auch alle optionalen Missionen geschafft. So, dann gehen wir mal nach oben. Oh ja, da werden die Wachen schon gut besiegt, finde ich super. Da sind noch zwei, die nehme ich. Auf Wiedersehen. So, und jetzt müssen wir darüber. Auf dieses kleine Schiffchen, da können wir uns nochmal rüberschwingen. Das finde ich wirklich cool mit dem Schwingen hier. 1, 2, 3. Da ist der Captain. Mach's gut. Aua. So, der Captain musste dran glauben. Aua, sag mal. Was sind die denn hier so brutal eingestellt? Finde ich gar nicht gut. Da hinten sind noch zwei. Aber wir übernehmen jetzt erstmal hier das Schiff. Alle an Bord, Leute! Singen könnt ihr bei eurem Begräbnis, ihr Hafendirn. Da kommt ein rauer Wind. Er hat recht. Ihr lichtet den Anker und der Rest. Ein Teil zum Forkmast, ihr geht zum Hauptmast. Wir entkommen diesem Hurrikan. Wow. Sehr cool gemacht, muss ich sagen. Jetzt müssen wir einem Hurrikan entkommen. Diese Galeonen auf. Oh Gott, dass da vorne. Ah, da können wir hier. Oh Gott, wie geht denn das? Nochmal. Scheiße, scheiße, scheiße. Ah. Aber stehen. Aufbauen. Feuer! Sie präsentieren sich uns. So viel, was dir sinnvoll erscheint, Mann. Wir sitzen in der Klemme hier. Oh mein Gott.
Weg hier. Wir wissen, was zu tun ist. Die bringen uns heim. Das sind die Feuerfässer. Hier können wir normale Kugeln. Und da sind, was? Kettengeschosse. Au. Konzentrier dich aufs Ruder, Captain. Diesmal haben sie uns. Feuer! Okay, da müssen wir nochmal. Das hat nicht funktioniert. So. Und jetzt rasen sie mitten rein, glaube ich. Jawohl. Oh, was ist das? Eine Riesenwelle. Riesenwellen können verheerende Auswirkungen auf ihr Schiff haben, wenn sie ihnen ihre Vorderseite zu, um keinen Schaden zu erleiden. Gelingt dies nicht, halten sie X, um in Deckung zu gehen und den Schaden zu minimieren. Oh mein Gott, da vorne ist eine. Ach du Scheiße. Huch, hier darf ich gar nicht lang. Mars und Top-Segel bergen! Die Segel aufgehalten! An Steuer, Captain, du reißt uns in Stücke! So, schnell wieder aus diesem Gebiet raus, wo ich gar nicht sein darf. Los geht's! Wasserhose! Da darf ich tatsächlich gar nicht rein. Oh, wo ist eine Wasserhose? Oh, Feuerfässer. Feuer! Umfahr dieses Ding! Wo denn? Wo denn? Ich sehe gar keins. Scheint er sich eingebildet zu haben, oder was? Also ich... Oh, da hinten ist tatsächlich eine. Ach du Scheiße. Ja, da bleibe ich mal am besten ein bisschen auf Kurs, so. Ein bisschen noch... Ausweichen. Ja, das ist ganz gut so. Da kommen wir nicht in Kontakt mit der und die löst sich auch schon wieder auf. Oh, und da hinten ist noch eine. Ach du Scheiße. Richtig viele hier. Das sieht nicht gut aus. Kurs beibehalten, Mann. Wie sollen wir denn der entkommen, bitteschön? Die kommt ja direkt auf uns zu. Machen wir mal ein bisschen nach links. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt. Wir werden alle in den Tod gerissen, Captain. Links halten. Sonst werden wir noch da reingezogen. Aber das sieht ganz gut aus, glaube ich. Jawohl. So, noch 1300 Meter. Dann haben wir es geschafft und sind diesem Sturm entkommen. Und der ganzen Flotte. Dann haben wir tatsächlich überlebt. Und dieses Schiff hier geentert. Vielleicht können wir da ja reinschießen. Feuer! Wir erklären der Wasserhose den Krieg. Sind bereit, Sir! Haben schon wieder nachgeladen. Die Guten. Oh Mann, das sieht ja echt spannend aus hier. Noch 900 Meter. Und ich glaube, wir entkommen diesem Sturm. Es gibt keine Windhosen mehr. Und der Regen lässt auch schon etwas nach. Oh, eine Monsterwelle. Na, super. Und ich dachte schon, es hört auf, aber nein. Doch nicht. Da müssen wir frontal drauf zufahren. Und am besten noch in Deckung gehen. Oh mein Gott, die hat uns ganz schön nach links geworfen. Das ist aber gar nicht gut. Oh mein Gott, fast wären wir umgekippt. Das ganze Deck ist noch unter Wasser und da hinten ist tatsächlich doch noch eine. Scheibenkleister, Scheibenkleister. Oh mein Gott, aber sie zieht nicht in unsere Richtung. Was ist das hier, ein Wrack oder was? Na gut. Noch 400 Meter, bald haben wir es geschafft und der Regen lässt tatsächlich langsam nach. Und die Wolken klären sich auf. Boah, das war spannend, das war echt spannend. Ja, und nach der nächsten Sequenz würde ich sagen, war es das dann auch für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao. Beim Klabauter, Mann! Wir leben! Was für ein Chaos, Herrgott! Bei Gott, da haben wir dem Tod noch mal ein Schnippchen geschlagen. Ich bin Edward. Hab vielen Dank für deine Hilfe. Adewale. Warst du schon mal in Nassau, Adewale? Noch nicht.
Bei Gott, sie hat gut eingesteckt, oder? Ich glaube, ich behalte sie. Alle Mann nach Achtern! Wir nehmen die Gute mit heim! Ja, die Mission wäre beendet, die Schatzflotte. 100% Synchronisation, die Erinnerung bewerte ich mit. Gefällt mir sehr gut und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal und macht's gut. Und wir haben es doch tatsächlich geschafft. Wir sind den Fängen der Templer und den Fängen dieses Riesen-Hurricanes entkommen und haben ein neues Schiff noch dazu, wie es jetzt weitergeht und was Edward jetzt vorhat mit seinem neuen Kumpan, das erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed 4. Bis dahin, macht's gut und ciao.